So, und unser Tank, oder unsere, nicht unser Tank, unsere Batterie ist komplett leer, wie wir sehen da unten. Da hat wohl jemand nicht ordentlich geladen. An der Stelle Glück, dass wir einen Hybridbus haben und wir mit Diesel weiterfahren können. Naja, und ich glaube, die Rekuperation macht da auch nicht mehr so viel aus. Und wer nicht weiß, was Rekuperation ist die Bremsenergierückgewinnung. Sprich, das, was ich an Energie, Bremsenergie zurückgewinne, während ich bremse. Quasi der, wie nennt man das, der Gegenprozess, so rum, zu der Beschleunigung, wo dann aus der elektrischen Energie inklusive der magnetischen Energie kinetische Energie wird. Also durch die im Elektromotor mit den Magneten, dass sich das dann dreht. Entsprechend. Und eben die Bewegung für die Räder dann erzeugt. Und im Gegenzug wird halt durch die Bewegung von den Rädern und dem Magneten, dem statischen Magneten, der da drin ist, im Elektromotor, das Ganze quasi auf den Generator umgemünzt, also das Generatorprinzip dann, sodass dadurch dann elektrische Energie wieder wird, die zurückgespeist wird und wieder genutzt werden kann. So, kleiner Exkurs in die Physik. Für alle, die das Prinzip nicht ganz kennen oder in Physik nicht ganz so aufgepasst haben, kleiner Crashkurs an der Stelle. War zwar nicht wunderschön erklärt, jetzt fallen mir die Worte schon nicht mehr ein. Mir fiel das englische Wort explain jetzt ein, aber das hat ja irgendwie nicht ganz so gepasst. Nee, auf jeden Fall wird uns die Rekuperation nicht allzu viel bringen und wird uns die Batterie nicht mehr aufladen können. Das geht ja schlecht. Wenn das funktionieren würde, hätten wir ein Perpetuum mobile, was von sich selbst aus eine Aufladung braucht und dann von sich selbst aus fahren kann. Ewigkeiten, weil dann würden wir immer das, was wir quasi an Energie reinstecken, zum Fahren durch Bremse wiederbekommen. Funktioniert leider nicht ganz so aufgrund verschiedenster Energieverluste, sei das durch Wärme in Form des Motors, der dann beim Prozess der Energieumwandlung durch Wärme, also durch thermische Energie, dann Energieverlust in Anführungszeichen hat. Und oder eben dann bei der Übertragung auf den Fahrbahnbelag, die Reibungsenergie. Und verloren geht sie ja nicht, sie wird nur umgewandelt quasi eben in thermische Energie, und diese thermische Energie kann ja nicht genutzt werden. Deswegen ist es ja echt kein Verlust, weil Energie geht ja nicht verloren nach Energieerhaltungssatz. Deswegen kann sie einfach noch nicht mehr für den Prozess des Fahrens genutzt werden. Und ist somit mehr oder weniger unbrauchbar für uns. So, aussteigen wollte ja keiner. Genau. Und ich glaube, damit schließen wir jetzt den kleinen Physik-Exkurs ab. So, wo hänge ich gerade? Dass es hier nur so träge vorangeht. Was haben wir denn da stehen? Hybridsystem startet. Ach, wir haben sogar wieder ein bisschen Energie. Mensch. Und weg war sie. Das funktioniert ja super. Ein Bahnhof also. Der sieht ganz hochgelegen aus. Und möglicherweise wenden wir hier nur. Sieht zumindest auch gerade stark danach aus. Als ob wir hier nur einmal um den Pudding fahren. Und dann wieder... Ah, das ist der Bordstein. Hinten zumindest. Ja, als ob wir jetzt hier einmal um Pudding fahren und dann wieder vor. Zum Startpunkt. Aber es ist cool gemacht hier. Sieht schick aus. Die Überdachung und so. Das hat was. In der Tat, das hat was. Wenn wir uns das hier mal so angucken, hier oben der Bahnhof. Ja, die Überdachung, das ist echt schick geworden hier. Das sieht schon schick aus. Und wir sind sogar
so ganz gut dabei. Und der lässt uns sogar vor. Dankeschön. Ich hätte auch durchaus gucken können, ob was kommt von rechts. Neben mir quasi. Aber da war ja schon frei. Nächster Halt, Haferkampfplatz. So, hier will niemand mit. Kommen wir also gleich durch. Steht ihr, wartet ihr oder fahrt ihr? Ihr steht. Okay. Wenn das der Rückstau gewesen wäre, wäre auch ein bisschen heftig gewesen. Und wir haben wieder einen Ampelkontakt und einen Grünpfeil. Wunderbar. So wollen wir das doch sehen. So, jetzt können wir hier mal versuchen, mal auf die 50 zu kommen mit unserem Bus. Was wir sogar gerade mal schaffen. Wunderbar. So. Einmal gleich hier rum. Sagt zumindest unser lieber oranger Pfeil oben. Ich hoffe, dass ich ihn auch richtig interpretiert habe, aber ich gehe mal davon aus. Hier dürfen wir sogar bis zu 70 km/h fahren. Also ein bisschen außenrum um das Ganze. Sieht zumindest ganz gut aus jetzt. Kommt noch kein Kachelende. Und auch unsere Verspätung geht nicht allzu hoch. Also das deutet alles darauf hin, dass wir hier richtig sind. Wunderbar. Aber hier kommt wieder ein Kreisverkehr. So, und hier ist noch 50. Einmal runterbremsen das Ganze. Und wir sehen, der Balken unten wächst leicht, aber eben nicht allzu viel. Und beim nächsten vollen Beschleunigungsgang ist das auch wieder weg. Von daher bringt uns das im Allgemeinen nicht allzu viel, das Bremsen. Schön ist immer noch wieder die Start-Stopp-Automatik. Hallo. Dass der Bus dann immer gleich ausgeht. Es ist ja beim neuen Line City jetzt auch so, dass wir Start-Stopp haben. Auch eine Sache, an die man sich wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen gewöhnen muss, aber denke ich mal dann trotzdem auch sich gut integriert. Spart man halt so ein bisschen das ganze Gepuste an den Haltestellen, wenn man ein Stück wartet oder generell Ein- und Ausstieg hat. Oder eben auch an Ampeln. Hat aber eben auch alles seine Vor- und Nachteile. Jetzt kommen wir zum Stadtpark oder Stadtgarten. Auch eine neue Stelle hier in Alheim, soweit ich weiß. So, und wir haben, naja, ich würde sagen, 2/3 der Strecke ungefähr geschafft, denke ich mal. Wir können da gleich mal auf den Fahrplan kurz gucken. Haben ja gerade ein bisschen Verfrühung rausgefahren, ausnahmsweise mal. So, hier sehen wir schon, ist schon wesentlich grün gehalten alles. Sieht auf jeden Fall schon sehr schick aus. Ich bin ja immer ein Freund von Parkanlagen, auch innerhalb von Städten. Das lockert das Ganze immer wieder gut auf. So. Dann wollen wir hier mal kurz uns das Ganze angucken. Ja, das sieht doch schick aus hier. Allesamt mit dem Wasser da drinnen. So, dann wollen wir mal kurz auf den Parkplatz, genau, auf den Dings gucken, auf den Zettel. Wir sind gerade in West, genau. Und wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten Fahrzeit vor uns. Ja, jetzt habe ich die zweite Tür wieder aufgemacht, weil die auch automatisch mit zugeht. Über die Freigabe. So, wir haben auch hier wieder eine Busspur. Auch das ist wieder was Feines. Nächster Halt, Stadtgarten Ost. So, und du wagst es dir jetzt bitte nicht rüber zu fahren.
Wäre sehr nett. Schöne Sache, hat er nicht gemacht. Alles gut. Jetzt macht das nämlich. Es war nämlich schon klar, er fuhr nämlich schon so irgendwie seitlich zu uns. Da hatte ich schon die Vermutung, dass er rüber will. Naja, aber hat ja alles gepasst. Insofern keine Probleme. Wie sieht denn das eigentlich so generell aus? Ja, hier mit ein paar größeren Brücken auch mit drin. So, es will aber niemand raus, also kommen wir direkt durch. Wir müssen gar nicht warten. Auch was Feines. So, sieht aus wie... Gute Frage, was sind denn diese schönen Masten hier an der Seite immer mal? Außer die Lampen jetzt logischerweise. Das konnte ich gerade nicht ganz entziffern. Hier sind da auch wieder die... Als ob die hier irgendwas dran hängen haben, wie so eine Oberleitung. Ja, das könnte hier für Wasserski sein. Das ist möglich, dass das irgendwie so eine Wasserskianlage ist, wo man langfahren kann. Das ist durchaus möglich. Gibt es ja an den ein oder anderen Seen sowas. So, mal ein bisschen schief gestanden. Da kann man dann nämlich gleich wieder fahren. So, wir stehen jetzt super hier. Einmal quer über alle Spuren. Ist das eine Wasserskianlage? Ja, das wird eine sein. Gehe ich jetzt mal stark von aus. So, und was ist mit euch? Ihr lauft da etwas ungünstig, wenn ich das mal so sagen darf. Und hier scheinen irgendwie Wettbewerbe im Schwimmen oder so zu sein. Mit Tribünen hier auf der linken Seite. Hoppala. Oder eben auch Rudern. Auch das ist möglich. Das ist natürlich eine Sache, die auch am See Sinn macht oder am Gewässer, dass man mit Booten fährt. Seien es Ruderboote, Paddelboote oder was auch immer. Das ist natürlich auch eine Sache, die Sinn macht. So. Guten Tag. Da habe ich einmal zu oft wieder drauf gedrückt. Ah ja, wir fahren hier immer in beide Richtungen ab. Also die Haltestelle ist in beide Richtungen angesiedelt. Hat man sich quasi eine Haltestelle gespart. Gibt es ja auch des Öfteren mal. So. Und es tutet schon wieder, es will schon wieder jemand raus. Interessant, interessant. Wo darf es denn hingehen? Nächster Halt, Emmastraße. Zur Emmastraße soll es hingehen. Mhm. Spannend, spannend. Wunderbar, stehen wir gleich hier. Theoretisch dürfte die zweite Tür auch mit aufgehen, wenn da jemand raus will. Gehe ich mal stark davon aus. Wieso blinkst du eigentlich hier? Wer weiß, warum sie geblinkt hat. Jetzt blinkt sie wieder, die Tür. Auch wenn sie, wahrscheinlich wenn sie zugeht. Oh, wir haben einen Bus hinter uns. Was bist du denn? Eine Linie 20 bist du. Fährt die nicht auch an der Valdoria Straße ab? Habe ich da nicht vorhin was gesehen?
scheint das Ganze dann auch zu fahren. Nächster Halt, Kranenburg Mitte. Ja, Kranenburg Mitte. Da kommen wir doch schon mal in die richtige Richtung, in die wir dann müssen. Ah, das wurde, wie es aussieht, auch umgebaut. Dass wir jetzt hier nicht mehr diese komische Einfahrt haben. Und jetzt auch einen schöneren Busbahnhof, wie es aussieht. Den war etwas geupdatet. Wenigstens fahre ich wieder Auto. Och nö, das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein. Dass man wieder Auto fährt. Ach, Quatsch. So, ich fahre jetzt mal mit Absicht ein Stück weiter vor. Dass unser Kollege sich dann noch hinter uns stellen kann. Sofern der denn hinter uns will. Hallo. Und nicht da drüben hält, was er tut. Ah, ich muss schon sagen, der Bus sieht schon echt schick aus. Der hat hier schon was. Wenn man so, das mal so angucken, sieht das schon echt schön aus. Schönes Fotomotiv, muss man durchaus mal so sagen. Ah, ich fahre jetzt wieder gleich wieder in die andere Richtung zurück. Achso, ja, ich will ja nicht wieder nach Alheim rein, das ist richtig. Da muss ich ja auch wieder zurück. Das war jetzt natürlich super, dass sie jetzt rot wurde. Aber der wartet da vorne, das ist super. Das finde ich gut. Dankeschön fürs Warten. Mein Freund, fand ich sehr nett. Nächster Halt, Emmastraße. Ach, schon wieder diese Emmastraße. Das ist ja interessant. Da waren wir doch gerade eben erst. Theoretisch dürfte jetzt keiner mehr aussteigen wollen, weil wäre ja sinnlos gewesen. Na gut. Nur wenn man hier eingestiegen ist in Kranenburg, dann macht es Sinn, jetzt hier auszusteigen, sonst hätte man ja schon vorher aussteigen können. Weil es würde ja sonst keinen Sinn machen, extra noch zweite Stellen weiterzufahren, nur um auf der anderen Straßenseite zu sein. Das wäre dann wirklich nicht so sinnvoll gewesen. So, ihr dürft alle mal in der zweiten Tür rein, Hallo. Ihr müsst nicht bis vorlaufen. Hallo. Das muss nur wirklich nicht sein. So, zumachen können wir sie selbst gleich, das geht ein bisschen schneller dann. Sind wir sogar noch ein Minütchen zu früh zum Schluss. Ist ja auch was Feines. Das ist ja auch was Feines. Blinkst du jetzt nur, weil du rein willst oder weil du gleich wieder rausfährst? Du willst gleich wieder raus, da kann ich fahren. Ich bin da immer etwas vorsichtiger, was das angeht. Manchmal ist das Blinken der Umsi-KI nämlich nicht allzu schön. Nächster Halt, Sterntaler. Und etwas verwirrend zugleich. Ach je. An die Stelle kann ich mich noch erinnern. Die gab es schon in Alheim vorher. Die ist noch alt in Anführungszeichen. So. Türchen auf. Hallo. Kommen Sie rein. Türchen zu. Ich hoffe, sie geht auch zu. Wenn ich dich zuhaben will, sollst du bitte zugehen, liebe Tür, und nicht wieder aufspringen. Das muss nun wirklich nicht sein. Ach, uns kam wieder ein Gegenbus entgegen. Nächster Halt, Wotanstraße. So, da sind wir auch gleich da, in Herzberg. Quasi jetzt noch einmal über den Hügel drüber, und dann haben wir es auch schon erreicht, unser Ziel. Weil wir haben jetzt nur noch zwei Haltestellen, das ist jetzt die letzte, bevor wir zu unserer Endstelle kommen. Also die letzte reguläre, wenn man das so will. Und das ist ja auch schön. Erhöht halten wir jetzt. Da muss ich doch kurz mal gucken, haben wir hier sowas wie ein Yiling? Bestimmt, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Ach doch, das ist ein... Nee, das ist ein Yiling. Im Normalfall. Okay, gut. Hat also funktioniert. Einigermaßen zumindest. Hoffe ich doch mal. Insofern alles gut.
begeben wir uns jetzt zur Endstelle. Nächster Halt, Herzenberg, Florentiner Weg. Auf zum Florentiner Weg. So, auf jeden Fall eine sehr schöne Linie gewesen. Hat mir gut gefallen, hier hinten rum so ein bisschen in Alheim durchzudüsen. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, muss man schon mal so sagen. So, und dann kommen wir jetzt hier unten noch zu unserer letzten Haltestelle. Und dann haben wir es geschafft für heute, würde ich sagen. So, einmal hier rein noch. Schön vorfahren, falls der Kurs hinter uns zu früh kommt. So. Oder vielleicht ein Ersatzbus kommt oder was auch immer, wer weiß. Wir haben es auf jeden Fall jetzt geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann, ja, ist ja gut, in der nächsten Folge wieder. Also bleibt nur noch zu sagen, tschüss, schönen Tag noch und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.